So, da sind wir wieder. Die neue Folge X3 Farnhams Legacy. Wir haben die Maru repariert. Ging ja relativ schnell mit Zinsa. Ist das ja kein Problem. Und der nette Nebeneffekt. Unser Agent bei der Atreus ist immerhin schon bei 93%. Wir brauchen allerdings mehr Einfluss. Wir haben einen Sechser bekommen. So, diesen guten Herren schicken wir jetzt ein spezielles Schiff zu erwerben. Und zwar schicken wir den jetzt. Ich weiß nicht, wo man es bekommt. Deswegen müssen wir jetzt hier einfach auf gut Glück unser Glück probieren. Mal vielleicht in Dreieinigkeit. Da gibt es doch auch eine Schiffswerft. Es gab zumindest immer eine Eier hier. Dreieinigkeit Alpha. Wollen wir es mal hier aber ausprobieren? Kommando akzeptiert. Jetzt haben wir keinen Einfluss mehr bei den Paraniden. Wir haben keinen Einfluss mehr bei Atreus. Bei Atreus braucht ihr den Einfluss aber auf jeden Fall, um die Dinger zu kaufen. Das heißt, Einfluss sammeln. Ja. Mehr der Fantasie, bitte. Kommando akzeptiert. Du auch. Mehr der Fantasie. Kommando akzeptiert. Und du dann halt auch. Dann bist du weg. Oder ist gerade irgendwas Kommando explodiert? akzeptiert. So, also wir gehen, kaum ist er da, der Agent, ist er quasi auch schon wieder weg. Oh, bei den Argonen sind wir auch eins aufgestiegen, sind wir wieder Gardister Föderation. Irgendwas fanden gerade alle geil, außer die OTAS. Haben die mir beim Reparieren zugeguckt und fanden das geil, wie ich das gemacht habe? Das wäre eine Erklärung. So, wir schauen mal kurz hier rein. Blaue Rüssel ist auf 2, da ist auch Unihändler 12. Okay. Mulafo und Mulupo. Beide blaue Rüssel. Aber der ist schon bei 6. Gut, das heißt, den kann ich sogar schon eins weiter schicken. Dann schauen wir doch mal kurz rein, ob der gerade verfügt. Und ein weiterer Nebeneffekt ist eingetreten. Das hätte ich tatsächlich dann in. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das jetzt nicht im Ding gemacht. Unsere ganzen Sachen sind gebaut worden. So, Andockerlaubnis erteilt. durch die ganze Zinsermacherei und der Repariererei sind unsere ganzen Sachen fertig gebaut worden und wir können die Andockerlaubnis ganzen Schiffe erteilt. jetzt andocken lassen. Andockerlaubnis erteilt. Und da kümmern wir uns in der Pause zur nächsten Folge dann drum, dass wir die entsprechend zuweisen. Andockerlaubnis erteilt. Jetzt lassen wir die aber alle auf jeden Fall mal andocken. Andockerlaubnis erteilt. Soweit es überhaupt geht, ist die Frage, weil ich weiß nicht, ob alle andocken können. Andockerlaubnis erteilt. Ob wir so viele Dockplätze haben. Andockerlaubnis erteilt. Werden wir Andockerlaubnis in erteilt. 2 Minuten mal kontrollieren, ob die alle angedockt sind. Und wenn nicht, dann werde ich doch ein paar Andockerlaubnis erteilt. jetzt dann schon bearbeiten, damit die Dockplätze frei werden. Andockerlaubnis erteilt. Okay, gut. Die sind versorgt. Wie gesagt, kümmern wir uns später drum. Du Kommando akzeptiert. bekommst keinen Befehl, damit du jetzt vom Stationsmanager befehligt werden kann. Hier muss ich auch kurz eingreifen, weil Moment, ich habe doch einen Stationsmanager hier jetzt eingestellt, oder? Genau, ja. Der Einschränkung? Nee, ich habe ja keine Einschränkungen reingemacht. Nee. Leute, das sollte eigentlich. Okay, das wird jetzt gemanagt. Das hier noch nicht. Dauert vielleicht noch kurz, ist noch kein V davor. Und der will schon seit einer halben Stunde seine Stoffreime entladen. Bedeutet, ich muss mal kurz das Limit für Stoffreime erhöhen. Ja, das Limit maximaler Lagerbestand um 2000 nach oben. So, dann kann nämlich der jetzt endlich Kommando Kommando abbrechen. akzeptiert. Hat er kein Kommando.
und kann vom Stationsmanager übernommen werden. Gut. Dann haben wir das nebenbei auch. Okay, wie gesagt, um den Rest hier kümmern wir uns dann zu gegebener Zeit. Aber was ich auf jeden Fall noch machen wollte, nämlich mein Mammut ist in Zyats letzten Widerstand. Den hatte ich dorthin geschickt, weil er nämlich. Kein Schiff kaufen sollte. Sondern genau, die Upgrade-Bausätze S und die Stations-Upgrade-Bausatz Bausätze gekauft. M, so viel wie geht. Weil nämlich mein kompletter Komplex der Flammenschleuder ist nämlich alles auf Sie M. haben an Ansehen gewonnen. Atreus, ausgemachter Gegner, okay, dann sind wir wenigstens einen Rang aufgeschrieben. Hier ist alles auf M und wenn ich später die Plasmastromgeneratoren hier anschließe, dann muss ich das alles erweitern. Ich wollte aber keine neuen Stationen machen, deswegen wollte ich das alles einfach von M auf L aufrüsten und dann hätten wir wieder genügend. Du hast wieder Wichtel im Haus. Ja, die Kaffeekanne ist leer. Hast du mal geguckt, vielleicht ist ein Loch unten drin. Das geht bei mir beim Bierglas immer so. Ich kriege immer jedes Mal, wenn ich ein Bier bestelle. Also nicht jedes Mal, aber oft ist dann ein Loch unten im Glas und den muss ich immer nachbestellen. Genau, deswegen habe ich den hier dahin geschickt und jetzt können wir den nämlich Kommando, Navigation, Springe in Sektor, die Kammer Alpha. Kommando akzeptiert. Und wir springen da auch hin. Nein! Doch! Oh, ich dachte gerade. Haha, ich dachte gerade, er wäre abgedockt, weil er hier. Aber den muss ich aus meinem Favoriten mal rausnehmen. Oh, ich dachte jetzt gerade, der wäre schon wieder losgeflogen und das wird die Odyssee würde wieder losgehen. Favorit raus. Den müssen wir jetzt nicht mal als Favorit haben. Oh, habe ich gerade kurz einen Schreck bekommen. Also es war, als wäre ein lustiger Schreck gewesen, aber. Okay, ist kein Loch drin. Dann wäre der Boden voller Kaffee. Ja, das stimmt allerdings auch. Vielleicht aber nur nicht, wenn unter dem Loch der Kaffeekanne ein kleines, mikroskopisch großes, schwarzes Loch ist. Dann wird da alles eingesaugt und dann ist der Kaffee einfach weg. Oder wir müssen nicht gleich vom schwarzen Loch ausgehen, weil das könnte ja gefährlich werden. Vielleicht ist aber ein Wurmloch direkt unter der Kaffeekanne. Man weiß es nicht. So, die Aranis ist in der Kammergamma angekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Sie wird nur noch gefühlt 300 Millionen Jahre brauchen, bis sie weiter unten ankommt. Okay, so. Dann ist ja auch so viel Zeit vergangen, deswegen kann ich mal gucken, wie weit die Demontage ist. Eine Stunde 35 braucht die Scirocco noch. Ja, okay, da ist also viel Zeit vergangen mittlerweile. Der Bufo blinkt immer noch, weil nicht genügend Energiezellen nachgeschippert werden. Aber wie gesagt, da kümmern wir uns nachher drum. Ich kümmere mich jetzt tatsächlich erstmal um weitere Agenten. Wir speichern das Ganze mal kurz ab. Zur Sicherheit. Eine Anomalie zum Beispiel wäre auch. Es muss kein Wurmloch sein. Es könnte auch eine Raumzeitanomalie sein. Vielleicht ist der Kaffee in die Zukunft transportiert worden. Zu deinem späteren Ich, das jetzt aktuell vor dem Computer sitzt und sich wundert, warum seine Kaffeekanne immer noch voll ist, obwohl er gar nichts gemacht hat. Wäre eine mögliche Erklärung. So, wo sind wir? Wo sind wir? So heißt übrigens meine erste Folge zu diesem herrlichen Let's Play von X3 Farnhams Legacy. Wir sind im breiten Graben. Wir fliegen einmal mal weiter in den Westen. Und schauen mal, was da ist. Ja, ich muss mir noch ich habe die neueste Folge von Picard noch nicht zu Ende geguckt, falls das jemand guckt. Star Trek Picard. Geht es ja auch mal wieder mit dem herrlichen Q um irgendwelche Zeitreisen. Erreiche Ich habe sie nur zur Hälfte bisher Volksvermächtnis. gesehen, dann musste ich ins Bett, weil es zu spät geworden ist.
Gefechtskopffabrik Alpha. Also Folge 1, Staffel 2 habe ich schon gesehen, aber Folge 2 habe ich auch erst angefangen, habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Genau, mit dem Weingut am Anfang, ja, ja, genau. Sie sprechen mit... Was wird Sie... Werden Sie... Wie gesagt, Folge 2 habe ich nur zum Teil angeguckt. Produktionskomplex schwere Waffen, Alpha. Genau, das meine ich ja, die zweite Staffel. Ja, ich habe schon, ich bin, ist ja bei Prime Video drin. Bin auf dem aktuellen Stand. Insofern kommt jeden Freitag gerade die neueste Folge raus. Ich mache jetzt hier Werbung für Paramount, aber so ist es halt. Oder für Prime Video, egal. Ich kriege nichts dafür, leider nicht. Also Amazon, falls ihr mich sponsern wollt, ich mache gerade Werbung für euch. Ich bin ja auf dem Twitch-Kanal, das gehört Amazon. Also, ja, genau. Nee, letzte Woche hat schon angefangen. Letzte Woche kam Folge 1 raus, gestern kam Folge 2 raus. Von Staffel 2. Und wie gesagt, ich habe Folge 2 nur zur Hälfte bisher erst gesehen, was ist gestern zu spät geworden, das hat mir nicht mehr gereicht. Sie sprechen mit dem automatisierten. Auf jeden Fall geht es da auch wieder um Zeitreisen. Sie von diesem Geschäft profitieren. Nee, also es war, also ich weiß nicht, ob wir gerade aneinander vorbeireden. Wenn du die erste zur Hälfte gesehen hast, okay, aber es ist die zweite Folge von Staffel 2 definitiv gestern rausgekommen. Da bin ich mir 100% sicher, weil ich habe Folge 1 schließlich schon gesehen und Folge 2 gestern angefangen. So, wir kriegen 200.000 pro Asteroid, das schieben wir mal zwischen rein, auch wenn es dafür keine Agenten gibt, aber das kann ich nicht einfach Sie sprechen nein mit dem sagen. Sie der Schmuggelfahnder. Meiko, ja, nehmen wir. Artefakte für 10 Millionen. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Ja, Siliziumine Beta Montala. Ich muss das dazwischen schieben. Für 10 Millionen. Leitsystem aktivieren. So, Siliziumine. Moment. Siliziumine, was brauchen wir? M-Beta. Im Montala. Siliziumine M-Beta. M-Beta, das ist die hier. Südtor. Sprungboje ist am nächsten. Okay, dann springen wir zur Sprungboje. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Erreiche Montala. Ja, okay, du redest tatsächlich von Folge 1. Das ist richtig. Aber wie gesagt, gestern kam schon Folge 2 raus. M-Beta. Folge 1 beginnt mit dem Befehl der Selbstzerstörung, um dann einen Zeitsprung zurückzumachen und zu zeigen, wie es passiert ist. So, Produktionsmodus schwere Waffen Alpha. Der ist schwere Waffen Alpha da oben. Nord- oder Osttor ist, glaube ich, das Bessere. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Genau. Ja, dann guck sie zu Ende. Du wirst. Eventuell überrascht sein, eventuell auch nicht, was passiert. Also man konnte es sich irgendwie so ein bisschen schon denken, aber irgendwie war es dann auch trotzdem überraschend. So, wir boostern mal ein bisschen, damit wir auch auf jeden Fall rechtzeitig kommen und die 10 Millionen mitnehmen können. Und einmal andocken und 10 Millionen mitnehmen, sehr schön. Also von unserem Ziel, was ich zu Beginn vor anderthalb Stunden genannt habe, sind wir immerhin nur so viel, also ein bisschen sind wir rangekommen. Nämlich wir haben immerhin mal den Agenten losgeschickt, der ein spezielles Schiff bei den Paraniden ausfindig machen soll. Ich hoffe, wir finden eins. Eigentlich müsste er es finden, denn in der Beschreibung des Drohnenträgers steht drin, dass die Baupläne des Drohnenträgers an alle Schiffswerften rausgegangen sind, der Paraniden. Deswegen ist es eigentlich egal, an welche ich gehe. Asteroid. So, jetzt schauen wir mal, kriegen wir Entdeckerpunkte? Nein, kriegen wir nicht. Also für den ersten jetzt mal nicht. Jetzt scannen wir, wie gesagt, 200.000. Für 200.000 scanne ich gerne. Und die liegen aber jetzt auch weit auseinander. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 27 Minuten? Ja, ich denke, das sollte reichen. Wo kriegen wir denn hier Entdeckerpunkte? Auch nicht. Schade eigentlich. Ich
kriegen bestimmt wieder nur bei einem einzigen Asteroiden Entdeckerpunkte. Asteroid. Ja, auch nicht. Asteroid. Auch nicht. So, wo müssen wir hin? Einfach nur Gunnes Kreuzzug? Ja, okay, dann fliegen wir. Ist ja nicht so weit. Erreiche Gunnes Kreuzzug. So. Nächster Asteroid. Wieder keine Entdeckerpunkte. Jetzt wird es aber langsam Zeit mal, dass wir einmal erwischen, der auch Entdeckerpunkte gibt. Wieder keine. Hier ist noch so gut wie nichts gescannt. Also da könnten wir theoretisch für die Zukunft noch einige Scan-Missionen bekommen. Immer noch keine. Jetzt Leute, jetzt wird es aber langsam... Es ist langsam Zeit. Asteroid. So viele Asteroiden sind gar nicht mehr übrig. Also in diesem Auftrag halt jetzt. Und nochmal einer ohne. Asteroid. Auch der gibt keine Entdeckerpunkte. Jetzt bin ich aber offiziell ein bisschen enttäuscht. Glücksplaneten Gamma. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Erreiche Glücksplaneten Gamma. So. Asteroid. Nächster. Auch keine Entdeckerpunkte. Das war's? Okay. Kein einziger Asteroid mit Entdeckerpunkten. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Denn das ist mit ein Grund, warum ich die Dinge überhaupt scanne. Also neben natürlich den Erträgen, die man kriegt und neben der Kohle, ist das der dritte Punkt, warum ich es mache. Erreiche Rolks Vermächtnis. Der Sektor der besten Background, du meinst der Glücksplaneten? Schwere Waffen, Alpha. Oder hast du gerade Gunnes Kreuzzug gemeint? Währenddessen fliegen wir hier an der Mine vorbei und können dann hier gleich mal fragen, ob die eventuell was für uns haben. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Ich hab, akzeptieren Sie diesen Auftrag? Konvoi 2 gesponnen mal wieder. Das braucht auch kein Mensch. Glücksplaneten hast du gemeint. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Lassen Sie. Eingehende Nachricht. So, das gibt uns 2,4 Millionen. Das ist auch nicht schlecht. So, dann fahren wir halt mal hier vielleicht. Ja, das sind keine Agentenmissionen, das weiß ich jetzt schon. Beta. Aber Fragen kostet nichts. Sie sprechen mit dem Auto. Was ich das brauchen. Ululul Baal. Erzmine M. Das ist ein Sie sprechen mit dem Auto. Was wünsch ich übermittle. Nicht, gut, das hat nichts mit Muslime zu tun. Der Name ist das ein südländischer Borone. So ist der richtige Ausdruck. Der Name hat ja wenig mit der Religion zu tun. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie. Was wünsche ich? Diese Aufgabe ist schwieriger. Da ist der nächste Agent. Wunderbar. Ja, damit sind, glaube ich, tatsächlich südländische Boronen. So, dann schauen wir mal. Diesmal ist es nur eine schwere Aufgabe. Was kommt denn nicht? Okay. Mittlerweile kommt schon bei der schweren Aufgabe ein Karake wieder. Na dann, lasst uns doch mal etwas mausfliegen. Wie? Nur einen einzigen M5? Discoverer. Bin nur fast schon enttäuscht.
Meine Raketen werden gar nicht gebraucht. Pirat, Skorpion. Oh, der ist schnell. Der ist schneller als ich. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Den muss ich also erwischen. Das reicht. Nun können... Moskitorakete hat sich selbst zerstört. So, Moskito hat sich selbst zerstört. War die so weit weg? Das war wieder eine Moskito. Diese dämlichen Moskito-Raketen hier, ohne Witz. Wieso installieren die sich immer von selbst? So, nächster bitte. Wir haben noch geöffnet. Pirat, basta. Termine nur nach Vereinbarung, bitte. Ich weiß gerade auch nicht, was ich da für ein Blödsinn habe. Achtet einfach nicht drauf, gehört ja auch dazu. Pirat, Skorpion. Der gehört auch dazu. Vesper-Rakete installiert. Müsste, glaube ich, reichen. Weil sie können auch eine dickere abschießen. Ich habe auch was dickeres im Hangar. Pirat, Falke. Wir werden ihr Ableben sehr bedauern. Ich auch. Moskitorakete hat sich selbst zerstört. Gewässer nimmt uns auf. Nein! Bin ich das? Könnte eng werden. Okay, ich muss mal kurz abdrehen. Das halten meine Schilde nicht aus. Was kann man ausstellen? Oh, meine Schilde werden schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. So, wir rollen etwas, damit wir nicht so direkt getroffen werden. Wunderbar. Und ein neuer Anflug. So, wunderbar. Nächster. Was ist das neu aufgenommene Raketen automatisch ausgerüstet werden? Ich wusste. Okay, schauen wir uns da mal an. Ich wusste gar nicht, dass man es überhaupt einstellen kann. Okay, ich schieße jetzt nicht, weil sonst treffe ich die Station. Der muss erstmal ein bisschen abdrehen. Jetzt zum Beispiel. Derartige Aggressionen wird von Deladi nicht geduldet. Wir werden unseren Profit verteidigen. Wir haben alles verloren. So, war es das? Die Arbeit wurde hervorragend ausgeführt. Ich überweise Ihnen jetzt Ihr Geld. Sie haben an Ansehen gewonnen. Danke. Roten Ritter der Königin. Wie mögen das die anderen? Finden sie nicht so Bombe. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Ja, Trios findet es jetzt toll. Das freut mich doch. Sehr schön. Bedeutet, mit einem neuen Agenten können wir eventuell... Ja, halt mal kurz an. Wir speichern mal kurz. So, mein Agent. Zugang verhandeln. Okay, der ist noch dabei. Fortschritt 22 Minuten. Ah, bis zu 4 Schiffe kann ich von dem bekommen. Okay.
Gut, aber wir haben einen Achter bekommen. Ah, sehr schön, sehr schön. Okay, bei Atreus haben wir 600 Einfluss. Das bedeutet, mit dem hier haben wir dann 800. Kommando akzeptiert. Mit dem haben wir dann 1000. Aber ja, mehr der Fantasie bitte. Und sobald akzeptiert. Die zurück sind, schicke ich den zum Rangsteigern hin. Dann müssen wir bei den Atreus eigentlich in einen freundlichen Rang hochrutschen. Sollte eigentlich schon reichen. Währenddessen brauchen wir jetzt erstmal keinen Einfluss bei den anderen Fraktionen. Ich habe eh keine. Aber wir brauchen noch ein paar Agenten. Aber wir müssen jetzt erstmal unseren Mammut. So, währenddessen, Chromo, du könntest mir so nebenbei dann vielleicht mal sagen, wie ich das ausstellen kann. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass ich es einstellen kann. Das aufgenommene. Es werden nicht neue aufgenommene Raketen automatisch ausgestattet. Es wird nur die Moskito automatisch ausgestattet. Wenn ich eine andere aufnehme, die bleibt nicht rein. Es bleibt immer die Wespe drin, außer ich sammle Moskitos ein. Erreiche die Kammer, Alpha. Mal kurz aus der Einflugschneise raus. So, dann lassen wir mal den Mammuten. So, den haben wir aus Versehen gekauft. Der ist halt immer noch dabei. Der ist auch noch dabei, weil wir nicht einbauen konnten. So, Stationsupgrade. Flammschleuderschmiede, ja. Flammschleuder installiert. So, upgraden. Vergnügungskomplex müssen wir nicht nehmen. Wir machen jetzt erstmal eine Kahuna-Presse. Eine Ranch. Installiert. Das Sonnenkraftwerk. Eine Kristallfabrik. Und dann haben wir noch drei. Das Agrarzentrum. Brauchen wir auch, genau. Und die Raumschrittbrennerei. Da haben wir noch eins. Ja gut, das ist. Machen wir den Kristall auch noch nach oben. Dann bräuchte man noch zwei Ems, um Kahuna und die Ranch noch aufzurüsten, um dann eben die Plasmastromgeneratoren anzuschließen. Okay. Dann ist das schon mal erledigt. Das nimmt halt blöd. Bisschen Platz weg. Moment, ich schicke jetzt den Mammut runter. Der soll die Generatoren abholen. Dann schließe ich die Generatoren an. Dann ist auch der eine Erweiterungskit aufgebraucht, den Komplexkit, den lade ich einfach im Hauptquartier ab. Erlaubnis erteilt. Dann kann ich den da zerlegen oder ich lasse ihn drin, falls ich ihn mal brauche, das schauen wir dann mal. Und wenn ich die Plasmastromgeneratoren jetzt angeschlossen habe, dann kann ich sehen, ob ich noch irgendwas brauche zum Aufrüsten oder ob das jetzt schon mal so reicht. Okay, jetzt wollte ich auch noch mal kurz schauen. Okay, die Piratenschiffe können gar nicht alle andocken. Weil wir gar nicht so viele Dockplätze haben. Das heißt, ich muss. Wobei, jetzt haben wir die Folge dann gleich beendet. Wir sind jetzt bei 26 Minuten. Wollen wir jetzt auch nicht mehr machen, machen wir dann in der Pause. Okay. Wir können weiter versuchen, noch mehr Agenten zu besorgen. Aber wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Dann fliege ich doch gerade mal kurz hier oben vorbei. Meine Marineinfanterie-Ausbildungseinrichtung sollte ich eigentlich auch zügig an den Start bringen. Sie sprechen mit dem Automaten. Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. 175 Sumpfpflanzen. 4 Millionen. Warte, ich habe doch hier Sumpfpflanzen wahrscheinlich gerade genug. Nee, ich habe nur 80. Schade drum. Sonst hätte ich den gerade kurz gemacht. Nö, dann nicht. So, ich schaue mir nur mal kurz an, was wir denn brauchen für den Ausbildungseinrichtung. Wir brauchen Energiezellen, Rasteröl und die Gewehre. Die Gewehre produzieren wir hier. Die schicke ich dann mittels Versorgungsschiff rüber. Und hier brauchen wir
Energiezellen, Raster, Öl und Erz. Das bedeutet, ich brauche 3 Schiffe zum Einkauf und ein Schiff zum, zum Versorgen der Ausbildungseinrichtung. Und hier brauche ich 2 weitere Schiffe. Das bedeutet, ich brauche allein 5 Piratenschiffe, um die 2 Sachen hier auszurüsten. Das sollte aber grundsätzlich kein Problem sein. Wir haben ja gerade genügend produziert. Okay. Mammut fliegt runter, das passt. Unten ist die Aran, ist die schon in Sichtweite? Nein, ist sie noch nicht. Aber das ist immerhin ist schon mal das Radar der Aran zu sehen. Gut. Die Pteranodon, ist die schon angekommen? Moment, ich halte mal hier kurz an, sonst fliege ich irgendwo hin. Pteranodon, ist die schon angekommen? Die ist tatsächlich auch schon da. Wie schaut es aus mit der Demontage? Die Montage müsste ja demnächst eigentlich... die Athene wird gebaut. Wird aber nicht gebaut, weil irgendwas fehlt. Es fehlen Computerkomponenten und es fehlen Credits. Okay. Also werde ich jetzt mal ein paar Credits besorgen und Computerkomponenten brauchen wir auch. Das brauche ich nachher wahrscheinlich sowieso ewig viel, wenn ich dann endlich mal anfange, die großen Pötte zu bauen. Die natürlich haben möchte. Okay, gut. Wir machen an der Stelle einen Cut. Dann mache ich jetzt mal hier ein bisschen ausrüstungstechnisch mit den Stationen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.